Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Ja, wir haben jetzt gerade die eine Quest erledigt für Elysiana, dann noch irgendwie die Quest erledigt, die komischerweise heißt, wie heißt das hier nochmal? So, Elysianas Betrayal oder so ähnlich. Hier haben wir zweimal abgeschlossen, warum auch immer. Aber einmal mit 1505 und einmal mit 835 Gold. Give me something relative to the totem. My eyes and ears abroad say that you are interested in the fate of the certain letter. Any emperor should not be so careless. Nor should a queen. You really should come visit me in Castle Baron. Achso, ja, das ist die ganz alte. Aber die meisten. Ich frage mich, was das hier ist. Kill max deals the second before too much is learned. Use any means. W. Wer ist jetzt W? Aber ich habe hier sonst nichts. Gehen wir nochmal hier nach Varys. Wo war denn das nochmal? Hier. Ansonsten nochmal vielleicht nach Daggerfall zu Minisera. Quatsch schon mal mit der. Oder nach Gordwok. Könnte auch sein, dass der irgendwas hat. Ach so. Ja, gehen wir mal so rum. Wenn die jetzt nochmal eine Quest hat für uns, lehne ich mal ab. Weil ich jetzt nicht weiß, ob das jetzt wirklich mit der Hauptquest zu tun hat oder das einfach nur irgendwelche Random Quests sind. Aber es hat doch mit ihr irgendwas zu tun. Oh, it's my old career. How charming. How may I help you? The Underking? I couldn't care less about the Underking. Take your peasant feet away from my noble person. Sonst. Hä? Ich raffe gerade gar nichts, aber okay, wir gehen dann mal leicht hierhin wieder zurück in die Hauptstadt. Da war das. Und natürlich dürfen wir wieder handeln. So. Ich kann aber auch einmal kurz hier reingehen, gucken, ob die irgendwas Neues im Angebot haben für uns. Bisher noch nichts. Wir brauchen hier aber langsam den besseren Stuff. Ja, der Reclaimer eher weniger. Hier gibt es auch nichts. So, dann hier. Wo? Also, hier sind wir. Okay, dann kommen wir gehen erstmal noch mal kurz zum Minisera, quatschen die noch mal an. Dann gehen wir noch mal kurz in die Läden rein und suchen raus, ob wir da nicht irgendwo noch was Schönes kriegen an dädrischen Artefakten. Waffen brauchen wir nicht, aber Rüstung auf jeden Fall. Ich fand es aber interessant, dass wir da so einen komischen Brief bekommen haben, so dass wir getötet werden müssen. Und so. Quatschen wir nochmal mit Miniserie. Ah ja, genau. Hier erstmal. Yes. Die hat auch noch nichts für uns. Ja, wir gehen schon. Egal, dann.
gehen wir nochmal durch die ganzen Läden. So, da hatten wir Waffen. Beziehungsweise einen Shop. So, hier gibt's nichts. Deadly Short Sword brauchen wir nicht. Dass die es akzeptieren, dass ich hier einfach so rumlaufe. Ist schon super, auf jeden Fall. Hier gibt es uns nichts, okay. Dann gehen wir mal in diese Richtung. Genau, hier haben wir den Kreisverkehr. Da gibt's. Wahrscheinlich müssen wir wieder läutern. Ja, läuter vorher, weil 2 Stunden. Dann müsste das offen haben, glaube ich. So, der hat doch hoffentlich eine Daedrische Rüstung, die wir noch nicht haben. So, sonst nur noch hier. Wieso haben die nichts? Der hat leider nie oben etwas. Hier. Der hat auch nichts dergleichen. Ich brauche nur noch ein paar dädrische Sachen, ja. Das kann doch nicht so schwer sein. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir vielleicht erstmal nach hier Gortok. Use my orcs, definitely orcs. Warte mal, wie sieht... ja, wir gehen vielleicht einmal kurz in die nächstgelegene Stadt. Da haben wir Raytree. Today is the 13th of Frostfall, known throughout Tamriel as the Witches' Festival, when the forces of sorcery and religion clash. The Mage's Guild gets most of the businesses since weapons and items are evaluated for their mystic potion potential. Free of charge and magic spells are 1/2 their usual price. Demonologists, conjurers, lamias, warlocks and thaumaturgists meet in the wilderness outside Raytree, and the creatures created or summoned there may plague Tamriel for eons. Most wise men choose not to wander this night. Okay, also wird es ein bisschen gefährlicher. Wie spät haben wir es, wenn wir in der Nacht da rumlaufen? Obwohl, für die Leute in der Stadt wird es jetzt auch gefährlich. Fressen. So, dann können wir die wieder aktivieren. Ah, wir hätten die Sachen noch verkaufen können. Dann gehen wir mal wieder hier hin. Orcs have trampled the ground here. Ich hoffe, es geht hier jetzt irgendwie mal weiter. So, nehmen wir auch noch mit. Und das auch. Können wir vielleicht hier einmal removen in den Wagen. So, und den Schamane. Ja, können wir auch alles noch verkaufen gehen nachher. Er hat auch nichts. Was bringt es mir jetzt gerade? Muss ich vielleicht die nächste Quest jetzt so über den Command fertig machen? Obwohl, nee, wir lassen das jetzt erstmal ein Weilchen sein mit den Commands. Oder wir gehen mal hier nach Sentinel. Vielleicht gibt es hier auch ein Lot und vielleicht mal was Neues. So, wir sind wo genau? Der Seite. Und hier unten können wir erst wieder verkaufen. Okay.
Gut, dann gehen wir zuerst zu Lothen und dann gehen wir nach Süden verkaufen. So. Ein bisschen springen. Fühlt sich dann immer schneller an. Aber schön, dass es in der Wüste auch mal ein bisschen hier regnet. Komm, ich finde den Palast eigentlich einfach geil. Wo war der Eingang? Im Süden, ne? Genau hier. Quatschen wir mal mit Lothen. Ja, das kennen wir. Oder wir können mal schauen, vielleicht gibt es auch von den Nekromanten irgendwas Neues, das uns weiterführt. Ach, hier war ja nicht Lothen. Lothen war ja unten. Lothen war ja unten. Da renne ich hier einfach blöderweise vor. Der war hier unten, ne? Na, da haben wir Lothen. Good day to you, Max. I don't have time for your type. Okay. Versuchen wir es nochmal mit den Nekromanten. Beziehungsweise erstmal hier, ouch, im Süden. Erstmal verkaufen. Ein bisschen Geld verdienen. So, wo sind die Läden da hinten gleich? Hier, da haben wir sie. Für den haben wir ja auch was. So, sell die Dinger. Im Wagen haben wir nichts. Für ihn. Nope. Hier. Ah, warte. Resten wir mal nochmal 2 Stunden. So, der hat aber nichts. Und hier auch nichts. Warum hat er nichts? Sonst haben wir aber, glaube ich, nichts für ihn. Nope. Nur wenigstens wieder ein bisschen was dazu verdient. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier. Eine Skirt Barrow, genau. Schon wieder. 4 von 4, toll. Wo haben wir wieder die nächste Stadt? Jalilikorum. Das klingt nach Stadt. Jo, Jalilikorum. So, 7:10 Uhr. Okay, hier sieht es auch ein bisschen so mittelalterlicher aus. So, da haben wir schon unser erstes Opfer. Ja, das wollte ich nicht, sondern das hier. Und dann wieder nach Skirt Barrow. Irgendwie muss es aber doch... Irgendwie muss es doch weitergehen, oder nicht? Ich habe auch ein Talent dafür, immer die Seite zu nehmen. So zum, wo die, Tür immer nicht ist. So, nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. So.
Kennen wir schon mittlerweile auswendig, weil wir jetzt hier 1000 Mal rumgelaufen sind. Ja, toll. So, wie sieht's aus? I'm happy to see you, Max. Bringt mir gar nichts, hier zu sein, ne? Okay, dann... Keine Ahnung. Bin jetzt aber auch gefühlt 1000 Jahre hier unterwegs. Und jetzt will ich wissen, was das jetzt mit einem Medium auf sich hat. Ja, dann würde ich sagen, ich mache mir nochmal schlau, wie wir weitermachen, wie wir vorankommen. Dann machen wir hier nochmal einen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, also bisher scheint es nur so zu sein, dass wir hier einfach ein bisschen abwarten müssen. Und dann die Quest dann irgendwann auf uns selber zukommt. Dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal wieder zurück nach Daggerfall, da wo unser Geld ist. Wenn wir hier eh nicht... Oh, es ist Winter. Ja, hier ist unser Geld. Also, dann gibt es hier auch die Wahrscheinlichkeit eher für uns, eine neue Rüstung zu kaufen oder so. Geld haben wir ja dafür. Toll, ich darf wieder hunten. So, wo haben wir unser erstes Opfer? Da haben wir ein. So, ah ne, das wollte ich nicht, sondern wieder hier drauf. Jetzt aber, wie lange machen wir das hier jetzt schon alles? Kann ich irgendwo sehen, welches Jahr wir haben? Ich kann jetzt nicht sehen, welches Jahr wir haben. Es sind aber schon ein paar Jahre hier vergangen. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Jahr wir angefangen haben. Komm, wir können aber einmal hier rein, nachdem wir kurz geläutert haben. 3 Stunden. So. Gibt's nichts. Gibt's nichts. Aber verkaufen können wir dem. Wie sieht's bei dem Dude gegenüber aus? Der hat nichts. Der hat nichts. Der hat nichts. Irgendwie müssen wir doch weiterkommen. Also, ich meine, wenigstens die Rüstung entweder vervollständigt kriegen oder von der Hauptstory. Eins von beiden würde ich jetzt gerne haben, dass es vollständiger wird. So. Der hat hier nichts. Der Dude nichts. Den können wir jetzt auch nichts mehr verkaufen, weil Taschen leer sind. Dann müsste das... Da. Da ist der nächste Laden. Nope. Warum haben die nichts? Ja, der Weapon Saber brauchen wir ja nicht. Oder Short Sword brauchen wir auch nicht. Was wir haben wollen, haben wir. Von den Waffen. Schild hätte ich gerne. Aber bieten die ja nicht an. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich gerade gar keine Ahnung, was wir machen müssen, um weiterzukommen. Außer vielleicht hier 1000 Jahre warten.
Stellen wir uns hier mal vielleicht ein Zimmer. Sagen wir mal. Jo. Machen wir hier einfach mal so 999. Achso, okay. Ja. 99. Mal gucken, wie das dann jetzt sein wird. Warten wir einfach mal jetzt das hier ab. Vielleicht kriegen wir jetzt gleich einen Brief. Vielleicht auch nicht. Stoppe ich jetzt einmal. Wo geht's hier nochmal raus? Ach, hier wahrscheinlich, ne? Ja, hier. Elolda Hasli. Ah, hier ist sie ja. Wollt ihr mir nicht mal irgendwann einen Drink ausgeben? Gondista Yimstorm. I fear for my very life. Will you protect me? Assassins have threatened to kill me tonight because I have refused to sell my land. I can pay you. Komm, okay, wir haben brauchen Beschäftigung. Thank you and bless you. They will strike at the Buckingwing residence in the 3 hours. Before midnight, but there and be there and wait with me for that time. Once they have been defeated, I will be safe once again. Okay, wo muss ich hin jetzt? Uthina Coppersley of Daggerfall asked me to protect him. Assassins have threatened to assault her between 9 and midnight at the Buckingwing residence. Wo finden wir Buckingwing residence? Freaking Nordor. Okay, danke. Danke für gar nichts. Go north, no east, no. Hold on, let me show you the fucking ring on your map. Ah, perfekt. So, jetzt erstmal suchen. Wo soll das sein? Da. Südöstlich von hier. Okay, wir gucken auch schon in die richtige Richtung. Dann ab dahin. Den Dude einmal kurz beschützen. Und dann schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Einen Brief müssen wir auf jeden Fall bekommen. Von irgendwen. So, Süden. Das hier ist es. Also rein da. This must be the place. It fits the description Uthinak Coppersley gave you. Hallo, gute Dame. Muss ich hier jetzt irgendwie warten? Kann ich einfach so? You have not rented a room here. Sagen wir mal dann 9 Stunden erstmal. Wir müssen jetzt gleich Enemies kommen. Ja, da sind sie. This is not your problem, stranger. Leave Uthinak Coppersley to us or we will cut you down where you stand. So, nehmen wir mit. Ist hier noch einer? Ja. Das war eine neue Quest. Und die Frau darf dann nackt zusehen. Unglaublich. Ist hier noch jemand? Oben vielleicht? Ah, da. You have saved my life, Max. I will gladly pay you our agreed upon amount. Und ich darf deiner Frau hier nackt zusehen? Okay, wie er hier mir immer zuzwinkert. Warte mal, wie spät haben wir es denn? 23.15 Uhr. Und die laufen hier um die Uhrzeit noch rum. Aber es kommt kein Vengeance mehr. Stimmt. Wir sind ja in der Hauptstadt Daggerfall. Und hier schreit keiner Vengeance. Wenigstens haben wir das gelöst.
So. Na, Doggy? So, dann würde ich sagen, wir warten hier auch noch mal ein bisschen wieder. Sagen wir mal noch mal 9 Stunden. Wird ja keiner hier uns... Doch. Wo? Wo sind die Feinde? Ich sehe hier niemanden. Ach, da. Ja, komm. Einmal kurz drauf gehen. Haben wir ein bisschen wieder was zum Verkaufen. Dann nochmal 5. Hab ich gar nicht gesehen. So, was sagt die Uhr? 7.42 Uhr. Gut, nochmal 2 Stunden. Dann um 9 machen ja die Läden auf, also die Waffenläden. Mal gucken, vielleicht haben die jetzt für diesen Tag wieder was Neues. Orcish Battle Axe, immerhin. Dwarven Graves. Boah, wir müssten eigentlich... Eigentlich müssten wir hier immer 24 Stunden warten. Und dann kriegen wir wieder den geilen Stuff. Dann hat er Neues im Sortiment. Und dann könnten wir vielleicht so uns nach und nach die ganzen Daedra-Sachen, die uns noch fehlen, holen. Boah, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge auf jeden Fall. Mithril Graves. Ja, Orchids sind besser. Auch wenn die geiler aussehen. Das Grün hat auch was, definitiv. Ja, wir machen das dann so in der nächsten Folge. Wird dann so eine gesonderte Folge sein, wo wir hier dann ein bisschen länger dabei sind, hier abzuwarten und dann nach und nach, hier, warte mal, dann können wir auch in der nächsten Folge gleich zur Bank gehen und unser ganzes Geld abheben. Dann wir hier aus den beiden Läden oder den dreien, den dann können wir auch noch mit reinziehen, die Daedra-Rüstung rausholen. Dann wir endlich vollständig haben. So, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!